Wir haben Uenzigen ist natürlich stark betroffen vom Verkehr und der ganzen Entwicklung vom Verkehr, sei das der öffentliche Verkehr, aber auch der Individualverkehr, und da braucht sicher langfristig gute Lösungen. Für die Gemeinde Hagendorf ist wichtig, dass wir uns nachhaltig, bedürfnisorientiert, gesund gegen Führen entwickeln können, dass wir Versäumnisse aus der Vergangenheit aufarbeiten können. Und das muss gelten für alle Bereiche, fürs Wohnen, fürs Arbeiten, auch für die Öffentlichkeit, für öffentliche Bauten und in einem sehr hohen Maß für den Verkehr. Neben einer guten Lösung in den Themen des Verkehrs brauchen wir auch ein gutes Konzept, wie wir noch mehr und bessere Arbeitsplätze mit mehr Wertschöpfung in die ganze Region Göi bringen, nicht nur in Uenzigen. Und wir müssen sicher auch schauen, dass wir den Raum Göi noch aktiver mitgestalten. Die Gemeinde Hagendorf erwartet Lösungen, die zukunftsorientiert sind, die Arbeits- und die Wohnsituation verbessern. Und das bedeutet insbesondere, dass wir im Verkehr von Alten Richtung Autobahn, der Autobahnzubringer, haben und den Verkehr nachhaltig lösen. Wir erhoffen uns sicher neue Inputs, neue Hinweise, wo man auch sieht, was für eine Vision man von dieser Region geht, sicher auch von der Gemeinde Uenzigen, kann haben, langfristig. Und das hilft, dass wir eben die Lösungen in den verschiedenen Bereichen dann auch rasch vorwärts bringen können. Hagendorf erwartet, dass die mutigen und fantasievollen Visionen, die man bis jetzt entwickelt hat, abgebrochen werden in machbare Strategien. Wir wollen Massnahmen und Ziele umsetzen, die die Zukunft von Hagendorf positiv gestalten.